Hallihallo Leute, ganz kurz bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, ich stecke ja inmitten meinen Umbaumaßnahmen und habe jetzt auch endlich mein neues Mikrofon mitsamt Audio-Interface angeschlossen und zum Zeitpunkt ja, dieser Aufnahme habe ich das wahrlich erst angeschlossen und noch gar nichts eingestellt, dementsprechend habe ich dann auch zu Andi gesagt, ja hey, leih du mal die Aufnahme, ich weiß nicht, ob das sowas jetzt bei mir wird, ja, ich spiele mal mit, ich nehme mal zu Testzwecken für mich selber auf, ich gehe aber davon aus, einfach aufgrund, weil ich nichts eingestellt habe, wird das nicht so berauschend klingen und dementsprechend würde ich ungern da eine Folge veröffentlichen. Jetzt habe ich mir das aber im Nachhinein angehört und ich muss sagen, ja, es ist natürlich nicht perfekt, man hört extrem diesen Raumhall, ja, den hört man auch immer noch, das wird sich aber, denke ich, hoffe ich auch in den nächsten Tagen dann hier mit dem Umbau ein bisschen ändern, aber nichts, oder das tut nichts zur Sache. Jedenfalls nur der Hinweis, es war nicht direkt geplant, dass ich die Folge tatsächlich auch veröffentliche im Ursprung. Jetzt im Nachhinein denke ich aber, warum soll ich euch die Folge verwehren, auch wenn jetzt meine Mikrofonqualität nicht die beste ist, aber hey, in den Multiplayer-Folgen sprechen ja auch ganz viele andere und nicht nur ich und ich glaube, deswegen passt das schon. Deswegen viel zu viel Gelaber, ich wollte dich nur kurz informieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Guten Morgen, ich bin Jamer, herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 zur weiteren Multiplayer-Ausgabe. Heute mit Cops vs. Racer in Offroad Edition auf Sierra Nueva mit den ja, farbenfrohen Cop-Fahrzeugen. Mit dabei Ray, Aragos, Pluto, Lukas, nur 24 Stunden Racer, Aaron gibt's nicht, Max Jagers, Bad Boy, Drift Panda und Ferrari. Hallo. 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 Moin. Hallo. Und ja, an Moderation von mir heute, es wird voraussichtlich oder geben aufgrund diverser Technik Einstellungen, die noch betrieben werden müssen. Deswegen müsst ihr heute leider mit meiner Sicht und die der anderen, die in der Beschreibung sind, die ihr auch gerne auschecken könnt, vorlieb nehmen. Ja, vielleicht gibt es meine Sicht, um das mal kurz einzustreuen, aber es ist, steht noch in der Schwebe, weil es klingt, wie es klingt und so. Ja, und das ist absolut furchtbar, wie ihr hört. Also, ja, ja, wir haben hier hohe Standards, ja? Deswegen. Ja. Sondern du nicht das Megafon auspackst, ist alles fein. wir machen heute ja so einen kleinen Minitest, kann man sagen. Wir haben, wie ihr auf Kopfseite seht, drei Broncos mit dabei, aber dieses Mal vier Racer, so eine Mischung aus zwei Aufteilungen, die wir bisher schon mal hatten. Und da steht auf der ganz linken Seite bei den Racern. Ich stehe rechts, Andi. Wenn ich von vorne drauf gucke, stehst du links. Das sieht doch eh nicht, wo du hinschaust. Hallo. Ja, da steht ein Defender. Mit Aragos am Steuer, der das erste Mal seit 12 Jahren wieder mit dabei ist. Eine ich habe vergessen, wie Isetta, das geht. Eine BMW Isetta mit, ja, wem wohl am Steuer? Meine Eins. Dann Drift Panda im Aston Martin Vantage. Max Jager im 1994er Toyota Celica. Es ist, finde ich, eine absolut klassische Offroad-Gruppe an Fahrzeugen. Ja, ich würde, also ich erwarte eigentlich, dass das so eine eigene Rallye-Kategorie ist und das im Rahmenprogramm der WRC eigentlich läuft, so. Glaube ich auch. Und wir nennen diese Kategorie Gruppe R für Random. Gemischtes Allerlei. Oder so. Das gab's ja, heute zum Nachtisch. Ich würde sagen, die Frage heute ist eigentlich, werden die Cops mehr Festnahmen haben von den drei Racer-Fahrzeugen oder wird die Isetta sich so oft auf die Seite legen, dass sie alleine irgendwie 12 Festnahmen hat? Das und viele weitere Fragen werden nach einem kurzen Cut beantwortet. So. 0 auf 200 in einer Sekunde, Isetta. Ja. Dann noch kurz zur Einteilung. Der Bronco ganz rechts darf bitte ins nördliche Offroad-Gebiet, der zweite darf dann in die Wüste und der dritte darf so ein bisschen südliche Straße und Steinbruch abdecken. Dann der erste Evo, der da kommt, darf die nördliche Schleife abdecken. Der nächste darf so ein bisschen Wüstenstraße, Staudamm, Feldstraße. Der dritte darf die südliche Straße abdecken und das südliche Gebiet und der vierte darf dann noch so ein bisschen ja, ich sag mal jetzt
Canyonstraße und dann, ich sag mal, nordöstlich davon bis ins Hauptstadtgebiet. 2, 1, go. Und ich gehe auf die Hauptstraße. Wo soll der zweite Bronco hin, sorry? Wüste. Das ist gut. Ah. Au. Plonk, plonk, plonk. Ich weiß nicht, sonst bei der Isetta vielleicht mal probieren, falls Andi doch mal hinter einem sein sollte. Vielleicht zu probieren, zu ignorieren, aber Ansagen zu machen, wo man ist, damit dann jemand anderes vielleicht direkt reinhalten kann. Falls sich sowas ergeben sollte. Also ja, ich denke, hinter uns sein. Ja, weiß ich nicht, Andi, fällt ja gleich mal hinter Kopf Richtung der Canyon. Dann hätte man vielleicht mal eine Chance. Aston ist Richtung Canyon unterwegs, auf der Canyonstraße. Kurz vor Einfahrt in Canyon selber rein. Ja, da. Von Norden nach Süden, oder? Genau. Ich glaube, Isetta haben wir auch nur eine Chance. Halt aus Richtung Hauptkreuz. Das war knapp. Ich hab's Blut abgeräumt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich im Canyon halt so gut dranbleiben kann, wenn ich gerade bin. Bei der Isetta, glaube ich, ist die beste Chance, die wir haben, sie ja wirklich zu zerstören. Kurz oder lang, wenn überhaupt. Lorenz, in welche Richtung fährt er? Richtung Hauptkreuzung, Dingens dann. Ah, nach Norden also. Okay. Wurde gerade zum Dorf runtergeschubst. Oh, das ist aber nicht so gut. Dann. Ja, also ist jetzt Dorf unten drin, oder wie? Genau. Nee, im Dorf. Dreht um Richtung. Da gibt's auch. Dreht um Richtung Festival. Dorfstraße. Jetzt wollen wir mal einen Schlag 4 vorne drauf. Jetzt an der Kreuzung fährt aber geradeaus weiter, also Steinbruchstraße oder er fährt einen Offroad-Weg, mal schauen. Ne, fährt einen Steinbruch nördlich entlang. Einen asphaltierten Weg. Ist er jetzt gleich parallel zum Blitzer? Gegen. Und schön, Treffer. Dreht um. Richtung Festival, also wieder nördlicher Steinbruchstraße. Aber immer noch Asphalt, ne? Ja. Ja, wo seid ihr, welche Höhe? Geht wieder um. Gerade im Eingang quasi, wenn du so willst. Fährt er da? Ja, da steht er halt noch. Also der kommt ja nicht viel weg, weil... Hier ist Remy Demi. Krawall und Remy Demi. Fall wieder auf Höhe, Blitzer. Nochmal versuchen zuzustellen. Ja, mittlerweile können wir es fast versuchen. Der ist echt nicht mehr schnell. Voll. Sorry. Ja. Der hat doch von Talan abgekriegt. Transit! Oh Gott, seid ihr jetzt doch wieder in der Steinbruch? Ja. Ein paar Mal umgedreht. Ja, jetzt, ja. Ja, wendet. Wie war das mit. Boah, der war auch schön, der Hit. Boah. Der zweite. War doch falsch. Jetzt langsam an der Leitplanke kann er. Langsam in den Jeep. Na, Raum. 2, 3, ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist meistens. Moment, können wir ihn ja nicht so hoch? Nee, da oben bringt's nichts. Hier links ist das Haus. Da habe ich ihn schon mal reingeht. Ja, jetzt sind wir mehr Leute. Ja, geil. Da habe ich mich nur selber jetzt reingefrachtet. Ja, im Prinzip halt, 2, 3 müssen mal davor fahren, versuchen wirklich ihn auszubremsen, die anderen müssen ganz langsam hinrollen. Sobald halt man da reinhält, dann wird es nicht gelingen. Oder jetzt halt dann gleich ein Dorf gegen ein Haus schießen oder so. Wäre noch eine Option. Ah, ne, da vorne im Dorf gegen Haus. Man muss es schon 5% immer reparieren als Kopf, oder? Nach rechts schieben, nach rechts schieben, nach rechts schieben dann. Oh. Oh, sag doch, dass er da steht. Ja, habe ich. Ja, rechts. Nicht hinten rein. Hat gedreht, fährt jetzt. Ja, ich hätte fast gepinnt, wenn du da nicht irgendeinen Kopf angeschoben hast. Ja, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Kommunikation. Weil. Also, was mir gerade so auffällt,
jetzt, oder? Ja, langsam jetzt hin, langsam hin, nur ganz langsam hin. Nicht drücken, nicht drücken. Nur langsam hin, dass er nicht wegkommt. 20, 23, 24, 25. Sehr schön. Nee, also ja, Vorschlag zur Güte. Das, weil wir ja bei CFR Offroad viel, viel, viel mehr Cops sind, müssen die Vorderen auch viel mehr sagen, was passiert. Weil ich bin jetzt ganz hinten gewesen und ich habe nicht gewusst. Der nächste Racer kommt, fährt Richtung Dorf. Sorry. Ja, yeah, Richtung. Nee, auf der Hauptstraße Richtung Dorf. Also von Festival kommt. Ja, danke. Nee, also die Vorderen bis bisschen. Auch wenn alle dran sind, mehr Ansagen machen, weil ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass er schon steht quasi. Bin viel zu schnell da reingefahren. Ist durchs Dorf durch. Hauptstraße Richtung Norden jetzt gerade, also weiter Richtung Kreuzung mit Teufelspass. Ha, ist gut. Hat gerade nicht passiert, kam ihm gerade zu verschieben. Ich komme entgegen, deswegen fährt er links oder rechts? Kreuzung Teufelspass. Fährt links, fahrt Richtung links. Rechts, rechts, rechts. Wir haben noch ein bisschen gestriffen, leider. Weiter Richtung Fährt geradeaus Richtung. Weiter. Ist jetzt am Blitzer. Sorry, warst du das, Bluto? Nee, ich leb noch. Fährt geradeaus weiter. Voll du, Bluto. Ja, einfach lenkt halt nicht. Fährt weiter Richtung Tour. Wir sind noch Richtung Tour unterwegs. Ja, fährt der Tour vorbei. Gleich. Ich kürze ab und komme gleich entgegen. Jetzt dann gleich an der Tour direkt dran. Ja, man lenkt halt nicht wohin. Komm jetzt entgegen. Ja, an dem Gebäude, an Tour noch. Ja, ist immer noch auf dem Weg weiter raus. Okay, jetzt muss ich gerade mal gucken. Er fährt dann quasi Dirt Rouge. Nenne ich das einfach mal. Und in den. Oh, da ist Steamspeak abgeschmiert. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht, Deswegen mache ich jetzt allein Kommunikation. Mit euch, mit meinem neuen, nicht eingestellten Mikrofon. Also, kurz an der Stelle, ich weiß nicht, ob die Folge erscheint. Wenn sie erscheint, klammern die wir jetzt einfach mal aus, weil ich halt gerade am Testen bin. Ich dachte aber, komm, ich spiele jetzt trotzdem mal mit. Ich teste jetzt einfach, wenn ich es für okay erachte, dann werde ich die Folge trotzdem ausstrahlen. Und da wünsche ich euch trotzdem viel Spaß. Ich denke mal, bis zum Tag der Erscheinung dieser Folge wird wahrscheinlich einiges passiert sein. Aber, ja. So, und trotzdem gucken, dass. Und oh. Es kommen wieder Leute. In the voice! Ja, also vom Flugplatz Richtung Süden wieder. Ja, wir sind nur zu zweit bis jetzt. Bis jetzt sind es nur wir zwei. Aber ich bin noch voll dran am Flug. Also ich bin direkt an ihm dran. Ich hab an dich ziehen. Achso. Ja, die landen gerade alle in der Eingangshalle. Achso, ja, okay. Ja, da sind wir wieder alle. Das war der EMP-Angriff. Finde ich voll fies, dass die Racer jetzt solche Waffen haben. Also ja? Einfach mal Kommunikation gestört. Richtung Osten. Ja, sind jetzt alle stehen geblieben. Ja, nö, ich bin weiter dran. Er hat, gewendet. Er hat einfach gewendet. Er fährt Staudamm wieder nach Norden. Hä? Wo hat der denn jetzt gewendet? Ja, der ist Offroad geschoben worden oder er hat die Kurve nicht gekriegt und hat dann einfach gesagt, jetzt fahre ich umgekehrt. Oh Gott, ist jetzt weit weg. Ja, ja. Südlich vom Flugplatz ist aktuell. Fährt nicht vom Flugplatz, fährt wieder auf dem Flugplatz. Ja, also wer sie reparieren muss, habe ich getan, aber weiter drauf lassen. Hä? Ja. Ja, wir haben auch weitergemacht. Okay, hab ich jetzt nicht. Okay. Also vielleicht wieder auf dem Flugplatz. Ja, da kommt eine Kavallerie entgegen. Ja, dann am besten jetzt noch ein bisschen aufhalten und auch Schaden reintun, bitte. Jetzt auf dem Flugplatz, sehen aber nicht. Ja, der ist schon durch. Der ist schon durch. Der ist nicht entgegengekommen. Ja, schon längst durch. Ich bin auch im Flugplatz entlang gefahren, also ich habe die ganze Zeit den Übergang gesehen, da war nichts. Ja, perfekt. Das ist irgendwo. Ja, lol. Okay. Ist einfach voll. Ach, da ist er! Lol, der hat wieder die Kurve nicht bekommen. Wo ist er? Oh, Junge. Ja, der ist jetzt gerade Flugplatz durch. Ach ja, der fährt Richtung Dirtweg.
wo er dann lang ist, keine Ahnung, wegen sorgt dafür, dass er keine. Glaube ich, sehe nicht. Ja, er hat uns alle verarscht quasi. Er hat wahrscheinlich wieder die Kurve nicht bekommen und deswegen ist er so viel später erst hoch. Ja, keine Ahnung. Ja, gut, aber der war 500 Meter vor mir in der Kurve und. Ja, aber er war halt auf einmal weg. Kann ich jetzt auch nichts dafür. Fährt er direkt hier vor uns oder? Naja, ist weg, ist keiner mehr dran. Nee, ist jetzt egal, neu verteilen und dann. Ist jetzt halt ein bisschen durch Voice weg und Ding. Man soll es verzeihen. Der Hackerangriff der Racer hat dann doch funktioniert, leider. Nee. Das war sehr cool. Ich wollte schon callen. Vor allem, weil zwischenzeitlich dann noch entgegengekommen ist. Ja, da war der Aston dann zwischenzeitlich nochmal. Ja, der Aston war da auch noch, aber. Das hat keinen Sinn gemacht. Konnten wir überhaupt nicht abstimmen dann. Ich hab den Toyota nördlich Pfeife gegen Uhrzeigersinn. Fährt runter zur Kreuzung. Ja, da bin ich schon gleich, hinter der Truppe. Ist er schon raus aus dem nördlichsten? Ich musste umdrehen. Den nimmer. Also wenn er aus der nördlichsten Straße raus war auf der Getehrtenstraße, konnte ich ihn abfangen. Also ich bin jetzt an der untersten Kreuzung der nördlichsten Schleife. Ist er da schon drüber? Er wird wahrscheinlich da kommt er gerade. Ist genau an dieser Kreuzung, bin frontal in ihn rein. Fährt jetzt weiter nach Süden runter. Also Richtung Hauptkreuzung, genau. Hochschlüpfen. Also ja, fährt runter zur Hauptkreuzung beim Canyon und so weiter. Sehr schön. Aber. Schade, ich wollte ihn in den Canyon locken, aber hat nicht so geklappt. Er fährt Richtung Dorf. Sollen wir ihn in den Teufelsding jagen? Nein, ich glaube nicht. Nicht, okay. Können wir nicht machen. Jetzt nach rechts schieben, wenn es geht. Er hält sich halt komplett links. Ja, der hat das schon mal gespielt, das Game. Ja, dann halt im Dorf Attacke machen. Auch nicht so in der. Sorry. Jetzt sind wir zu weit weg, glaube ich, oder? Ach, die Mauer. Nein. Oh, sorry. Also weiter von Süden. Ja, jetzt muss ich gucken, wo kann ich ihn abkürzen hier. Au. Das ist schwierig. Wer war da von Süden? Fährt nicht in den Stank hoch, fährt von Süden runter. Kann ich vom Festival entgegen. Fährt viel links ab, nach südlichste Straße vom Osten. Ja, Lenkauto. Ja, er steht. Dort. So. Da muss. Wie geht's ab? Steinbruch. Fährt von Süden in den Steinbruch rein, Dirtweg. Sorry. Ja, ich fliege so drüber. Umstellen, Vorsicht. Ja, irgendwie bin ich da. Seid ihr? Vor den Lager ein. Auf dem Dirtweg. Fährt auf dem Dirtweg weiter Richtung Norden im Steinbruch. Weil ich da jetzt auch wohin drüber geflogen bin. Das sieht so interessant aus. Ludo? Ja. Ich glaube, du bist über ihn drüber geflogen. Ja. Einfach abgehoben. Wolltest du nochmal bestätigen, weil du klangst so, als ob du selber nicht glaubst. Nein, als ob ich daneben schieße! Ach Mann, ich hasse es doch. Als ob er da jetzt so stehen bleibt. Hat der immer noch auf dem Dirt? Links hoch. Ja, links hoch. Ja, links hoch. Ja, links hoch. Der kann ich nicht bauen. Ja, er sitzt auf der Straße. Oh, hier sind Steine. Hilfe.
Wie bin ich kommen sehen? Ist jetzt Shampoo-Straße nach Osten unterwegs. Gleich ganz im Osten da. Und liegt nach Süden ab. Lol. Mir ist gerade aber Zug auch echt nicht on point. Willkommen in Forza Horizon 5. Hier wurde Multiplayer-Spielen erfunden. Oh, jetzt bremsen mich diese scheiß Kakteen aus, Alter. Ach so, halb. Hat man ausgebremst. Sorry. Ja. Der hat zwei Frontalhits gefressen. Das ist krass, wie schnell der noch ist. Ja, meiner war auch nicht so hart, ne? Ja, meiner war voll, dagegen. Ich meine, ich bin auch noch relativ schnell für das, dass ich 40% Motor habe. Über die Brücke jetzt drüber, als südlichst Richtung Westen. Immerhin irgendwie ausgebremst. Ja, ich kriege ihn noch Offroad geschoben, ist Scheißdreck. Komm entgegen. Ja. Der hat aber auch einen. Ich wollte ihn gerade in die Steine katapultieren. Da die Augen offen. Ich werde den unangezeichneten Weg. Freue mich mal. Oh, Hilfe. Geht jetzt hier. Oh je. Aua. Ey, wie viel Leistung hat denn der? Der Schaden an? Ja, so kommt mir nicht so vor, ne? Ah, kurze Gänge. Ja, Albert, halt, Dings. Jetzt gerade am festen Baum vorbei. Der kleine Schaden. Kommt gleich zur Kreuzung im Festival. Ja, da warte ich auf ihn. Jetzt Kreuzung Festival. Er kommt genau dazwischen! Als ob, ey. Canyon. Der Teufelskreis, ja. Krass, ey. Canyon Teufelskreis, ja. Da rutscht er genau durchs Nadelöhr, ey. Krasser Typ. Hier geradeaus, Broncos. Wo sind die anderen Broncos? Weiß. Du versuchst abzukürzen, weil ich. Ich bin der Schwarzmann noch weiter. Okay, ich komme entgegen. Ich krieg die Kurve. Ja, es ist aus der Blitzzone wieder raus. Aber wieder nicht frontal getroffen. Ja, steht links, steht links, steht links. Oh, da konnte ich nicht mehr reagieren. Nein, er kommt nach hinten weg. Aua, hat der denn? Oh, das gibt's doch nicht. Ey, ich triff den aber auch überhaupt nicht, ne? Er fährt wieder zurück. Ja, hin jetzt. Ich würde ihn gegenkommen. Ja, aber ich jetzt festhängen und er nicht. Ach. Als ob er da so rauspreschen kann, ist ja Ja, warum denn? Ja, ich hänge auf den Stein fest. Komm runter mit ihm. Ja. Huh. Ich mach jetzt Kamikaze. Viel Erfolg. Ja, okay. Ja, klappt nicht, weil ich wieder nichts triff. Oh nein! Ich festgefahren. Aber wenn er sein will, ne? Also wenn er nicht umgedreht ist, kommt ihm gegen. Ja, er fällt wieder runter Richtung Festival. Der Blitzerzone raus. Oh, hier ist auf der Ästen. Soll ich am dranbleiben, weil ich mit dem Frontal... Ja, mach mal. Und du es schaffst. Verlier den grad, wo ist er denn? Ja, wieder zurück auf die Straße. Ja, das ist auf der Schnee. Ja, das Offroad-Schieben bringt, glaube ich, halt leider gar nichts. Ich bin ins Festival gekommen. Wo ist er jetzt? Da, kommt zurück. Jetzt Festival rein. Jetzt hat er irgendeine Mauer. Ja, wir müssen so weit weg. Glaube ich. So, ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Bin nicht so ganz bei der Sache. Miau. Jetzt links gegen drücken. Ja.
Ja, er fährt halt von sich aus schon nach rechts, kann ich nicht viel machen. Oder jetzt kann nach vorne ans Festival Ding. Ja. Ja, keine Chance. Der bounce da raus, wie er will. Wo ist er? Komm, vorne jetzt in der Driftzone. Ja, nee, da bleibe ich stehen, da bin ich. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Du bist da mir seitlich gefahren, ich habe da einfach nur gestanden. Weiter rückwärts. Zum der eine wegen, nee, kommt zurück zu euch. Kommt zurück in die Driftzone. Mhm. Wo ist der denn? Kommt zurück, fährt jetzt gerade zurück. Fährt jetzt weiter wie geplant. Hinter uns. Alter, wie viel Schaden der jetzt schon gefressen hat, das ist ja unmenschlich. Nach links schieben, da ist ein sehr vieles Auto. Kennst du das schon, oder was? Nein. Da ist also ich bin gerade dagegen gefahren. Wir bleiben an dem. Ja, ja. Ah, die tun mir gerade ein bisschen leid, sind der extra die Zedda und keine. Gut, die ist halt so klein. Sieht halt keiner. Ja, wir kriegen ja nicht mal die großen Autos. Ja. Ich doch den ersten Martin aber bekommen. Ja, ja. Man muss auch sagen, wir spielen auch Offroad viel zu wenig. So, wir sind da voll aus dem Rhythmus, habe ich das Gefühl. Diese Autos, die jetzt noch mal 102 kommen, dann kriegt man auch mal ans Rückweg, habe ich gehört. Da ins Haus rechts vielleicht. Ja, rechts. Mal das. Ja. Er spielt voll gut, muss man ihn aber auch lassen. Er bremst dann immer richtig an, dass er sich schon vorher befreit, bevor wir zur Fesselung kommen. Jetzt vielleicht. Zustellen hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sehr schön. Sehr schön. Es braucht nur ein Bronco und einen Evo. Reicht doch vollkommen aus. Der Aston ist im nördlichen Schottergebiet, also ganz oben links im Schottergebiet. Fährt jetzt gleich in die Driftzone dann rein. Richtung Süden schon wieder unterwegs. Bevor ich mich zur Tour. Ist aber so, hätte ich jetzt nicht den da Rang an den Bronco gepinnt, wäre der einfach wieder rausgefahren. Ja, ja, ist richtig. Bin jetzt in der Driftzone drin. Wo ist denn die Driftzone hier? Wir fahren jetzt raus aus der Driftzone. Da ist der weit weg schon wieder. Den haben wir überhaupt noch. Wo seid ihr genau? In Essen habe ich. Ah, jetzt hier. Okay. Offroad-Park. Ich bin jetzt vor der Blitzerzone ab. Ja, hab ihn mal leicht von meiner Sicht. Also kommt ja die Straße raus. Ja, kommt auch die gefährdete Straße jetzt gleich. Fällt gerade auch durch. Ah, da. Sehen. Jetzt. Okay. Komm entgegen gleich. Ist jetzt immer noch in dem Gebiet, ist rechts hat auf der Wiese. Folgt während das immer die ist da. Ja, es sind noch 2 Minuten bis Overtime. Das war ja mal aber auch Morphing des Todes. Das Ding. Wow, was geht ab? Desync des Todes, Alter. Dann ist jetzt an der Tour. Breakdance in der Luft. Ja, dann kann ich mich gleich hier reparieren. Ey, diese Drecksinn von diesem Spiel. Ja, hey. Oh, sorry. Immer noch das Spiel des Jahres 2021. So sieht es nämlich aus. Spiel des Jahres, vielleicht aber nicht die Sync des Jahres. Das ist eine neue Kategorie: Synchronität des Jahres. Im Norden unterwegs, sag jetzt mal auf den Birdweg. Nö, nö, der fährt auch hier weiter. Ja, ist ja ganz grob Norden. Muss ja nicht wissen, was beschreiben soll. Achso, ich hab verloren, verstanden. So, nee. Norden. Verloren auf dem Dirtweg. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Achso, er ist genau hinten vor mir. Hinter mir. Moment. Okay, er biegt Schleife wieder ab. Zur untersten Schleife Kreuzung. Eine Minute Overtime, falls ich noch referieren will. Ja, ich dachte, da ist vielleicht ein Stein oder so, aber da ist natürlich ausgerechnet keiner. Er fährt jetzt zurück auf die, den südlichen Asphaltweg. Ich glaube, Andi sieht mich nicht. Der sieht mich auch nicht. Nee, der sieht mich nicht. Oh, das ist natürlich schlecht. Damit beendet er jetzt. Ja, nimm ihn fest. Wenn er stehen bleibt, 5 Sekunden, hast du ihn. Er fährt im Kreis. Wo seid ihr jetzt aktuell? Okay. Ist auch noch nicht Overtime. Richtung Dorf unterwegs. Kurz vorm Teufels Pass Canyon.
Nein, 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 nein! Wie klingt's da? Ah, das auch nicht. Haben wir getroffen? Das habe ich mir jetzt gedacht, dass er jetzt da. Jetzt habe ich extra da Rechtswellen hin und. Ha! Ist das Overtime? Nicht, ja, das ist Overtime, ist Overtime, ja. Dreht um. Achtung, ich komme mit Hass entgegen, vielleicht tritt er mich jetzt. Ja, jetzt links. Das mit Hass habe ich mehrmals schon versucht, aber das hat nicht so. Ja, sehr gut. Ja, er hat mich gerade nicht gesehen, deswegen hatte ich Hass auf. Nein, dann so weiter! Ja, jetzt langsam zu, also. Langsam zu. Erst langsam, jetzt einfach zu. Stellen. 1, 2, 3. Ja, 5. Haben wir jetzt Fandi oder nicht? Der steht im Dorf im Geostert und jetzt ist er weggeportet. Ja, haben wir ihn nicht gesehen. Hast du müssen auf 5 zählen. Ich hab bis 5 gezählt, Gupta, er hat nicht reagiert. Ja, das ist ein Pech. Nee, das genau. Festgenommen. Das gilt nur in beide Richtungen. Tut mir leid. Das stimmt. Das, ja, Sync-Festnahme. Das ist ja aber auch ein geiler Move, wenn ich nicht aufnehmen da bin, also an ist aufnehmen, aber wenn ich nicht aufnehmen da bin, könnte ich einfach, könnte man einfach sagen, oder im Kreis. Ah, ich hab dich nicht gesehen, ich war im Sync-Loch. Was? Da waren 5 Cops um mich rum und haben mich festgesetzt, die hab ich nicht gesehen. Ihr könntet noch zum Dorf, weil er ist jetzt wieder aus dem Ghost-Modus raus und versucht mich rumzuschieben. Nein, das ist vorbei. Ja, ich war die ganze Zeit dran, hab die Verfolgung gemacht. Ja, komm, dann auf. Zeitpech, wenn er sich nicht synchronisieren will. Der ist im Dorf, ich würde sagen, das machen wir noch. Kommt's ran. Alles klar, dann kommen alle hin. Du musst halt herfahren und der Land Rover ist jetzt auch dran. Oh Gott! Auf Andi. Also am Land Rover war ich eben nicht aktiv dran, aber an Andi schon. Ja, der ist aber nicht. Aber der reagiert nicht wirklich, oder? Also ich glaube nicht, dass er. Ich glaube, das zählt nicht. Aua. Wie lange ist noch Overtime? Das machen wir jetzt schon, oder? Ja, aber der bewegt sich doch gar nicht. Doch, ich habe ihn getroffen, ist im Fluss. Ja, ja, schon, aber er reagiert doch gar nicht, oder? Doch, okay. Der fährt. Ach doch, der fährt jetzt inzwischen wieder. Ah. Okay. Er hat sich überschlagen. Er fährt weiter. Oh. Er hat sich wieder überschlagen. Ja, das ist jetzt mehr Isetta-Ball, was wir hier spielen, ja. Oder nicht? Ja, CV Offroad featuring Isetta-Ball. Ja, so sieht's aus, ey. Vor allen Dingen, er fährt jetzt auch einfach Offroad. Er fährt einfach quer mit ein. Der liegt da. Ja, weil er jetzt halt auch wieder auf alle Tiere kommt. Und wieder ins Dorf. Er kommt wieder ins Dorf. Nach links schieben. Aber der ist viel zu schnell. Vor allem, der kriegt, glaube ich, kaum Schaden, wenn man ihn trifft, kann das sein? Ja, ja, dadurch, dass die Sette ist. Jetzt wird er geghostet. Ja, danke, Moritz. Er weiß nicht, was er will. Er weiß nicht, was er will. Festgenommen. Ich war 5 Sekunden dran. Ja, wenn die Sync halt nicht mitspielt. Was war eigentlich die Entscheidungsfindung, dass ihr ungefähr 4-mal euch entscheiden konntet zwischen Isetta und Aston Martin und ihr euch gesagt habt, ne, die Isetta, die müssen wir nicht verfolgen. Das muss nicht sein. Ich hab dich ehrlich gesagt außer jetzt am Ende nur das eine Mal gesehen. Ja, du bist uns einmal entgegengekommen in der ganzen Runde und dann ist ein Cop dran geblieben, aber den hast du nicht gesehen anscheinend, weil du ja dann auch am Ende also mit der Overtime angehalten hast und jetzt am Ende war irgendwie, keine Ahnung, war es irgendwie so, verfolgen wir sie jetzt noch oder verfolgen wir sie nicht? Ganz am Ende war ein Kopper mit dran. Ja, 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 bis zum Schluss. Ich war ja sogar in der Verfolgung. Ja, ja, du warst in der Verfolgung, aber du hast ihn nicht gesehen und deswegen dachtest du, du bist befreit. Dann sagt er ihn noch so, ja, wenn er stehen bleibt, 5 Sekunden ist er festgenommen. Ich so, der steht nicht, der fährt im Kreis und ich kann nichts machen. So, my disappointment is immeasurable and my day is ruined. Ich hab's extra noch. Ah, ja. Die zwei sind perfekt drauf. Aber verrückt. Mit Sprach-EMP mit dabei und Tarnmodus, alles mit dabei in dieser Ausgabe. Mit dem Essen einen Bronco kassiert habe, weil ich mal nach hinten geguckt habe. Der Teamspeak funktioniert heute nicht richtig, die Sync funktioniert heute besonders schlecht. Also. Ich sitze in einem Grand Canyon. Willkommen in Forza. Das Einzige, was uns bleibt, ist das Spiel des Jahres 2021. Nee, die Sync des Jahres 2021. Okay, ist auch egal. Ich würde sagen, ja, es geht weiter, ne? Warum mache ich eigentlich schon wieder die Antwort? Ich bin heute quasi nur so semi hier. Also, ich hatte selbst schon Cut. Achso, du hast schon Cut. Dann machen wir jetzt auch einen Cut. Ja, da stehen 4 neue Racer-Fahrzeuge, die irgendwo alle was gemeinsam haben. Aber bevor wir auf die kommen, das Ende der ersten Runde gerade war ja durchaus ein bisschen komisch. Es war tatsächlich so, dass ich glaube, es war ein Bronco, wenn ich es richtig rausgehört habe. Ist auch wurscht, es war ein Cop auf jeden Fall.
der noch an der Isetta dran war, an meinem Fahrzeug, den ich aber nicht gesehen habe, weshalb ich interpretiert habe, dass es eine Verfolgung ist. Und ja, deswegen gab es am Ende diese Mini-Spielplatz-Fangen-Partie. Sagen wir einfach, es zählt als halbe Festnahme, 3,5 hat er geschafft. Oder wie wir es gerade formuliert haben, es war halt ein Crossover zwischen Isetta Ball und CVR Offroad. Oder so. Das finde ich fast schöner. Aber, ja, ich glaube, ein Racer zu übersehen wird in der Folge jetzt, oder in der Runde jetzt unmöglich sein. Die sind ein bisschen größer. Und da haben wir als erstes... Den gibt es nämlich mit dem Cupra Formentor VZ5. Dann den NCRS mit dem BMW M8. Kommen wir zu Schritt B. Der Aaron im RS6. Und nur 24-Stunden-Racer in Tarnfarben in Bentley. Ja, absolute Tarnfarben. In der Wüste komme ich sicher gut weg. Ja, hier liegen überall in Bikini gekleidete Anime-Girls rum. Also ich finde, das fällt gar nicht auf, dieses Fahrzeug. Das ist also ja, besser ja. Tarnung geht nicht. Echt nett. Wir sind doch hier im Urlaub in Mexiko, also bitte. Ich meine, wenn ich das gerade da hinten richtig sehe, du könntest dich ausgeben als einer von diesen Pinatas, diese auch orange. Also, weiß ich nicht, vielleicht... Ja, da hinten diese Dino-Pinata. Ja. Also. Wie ein Stromkasten, oder? Oder wie so ein Stromkasten, ja. Ja, gucken wir mal, ob wir diese Ding-Schlachtschiffe gestoppt kriegen oder nicht. Ganz schön, wie jedes zweite Racer-Team immer eine Gedenksekunde dabei hat nach dem Startsignal. Ja, wir haben zwar Blut auf unserer Seite, aber Lukas hat unbedingt den Präsidenten an sich gerissen, wollte das niemand anderem überlassen und da hat man keine Wahl, deswegen Lukas, gerne die Einteilung. Ja, ich fange erstmal mit den Broncos an. Der Bronco links bitte ins nördliche Offroad-Gebiet, dann der mittlere Bronco bitte Steinbruch und südlichste Dirtstraße und der Bronco rechts dann in die Wüste. Dann bei den Evos würde ich von rechts nach links anfangen, und zwar rechts der Evo bitte ja so diese Staudammstraße, Wüstenstraße. Dann der nächste Evo macht dann Canyonstraße und Feldstraße. Dann 1, go. Dann meine Wenigkeit macht die Hauptstraße. Dann der Evo. Eine ist es dann noch, ne? Ja, zwei. Dann die nördlich, der nächste nördlich und dann der nächste Teufelspass. Juhu! Das macht nichts, das war gerade auch sehr abtrünnig. Ich bin hier irgendwo bei Palmenbäumen. Oh mein Gott! So schaffe ich es eigentlich mit dem Bronco nie ohne Überschlag an mein Zielgebiet zu kommen. Weil es nicht möglich ist. Das gehört zum guten Ton als Bronco. Ich habe mich gedacht, du heizt das sehr spannend durch. Ja klar, so schnell wie möglich. Wir müssen ja eine Minute Rückstand ja aufholen. Weil der Bronco ist doch so aufgebaut, dass er sich erst mit 30% Motorschaden richtig gut fährt. Ja, dann hat er zumindest mal nicht mehr so viel Wheelspin im Gelände, ja. Gut, das Ding hat halt, glaube ich, über 1000 PS, ne? Oder warte mal, ich kann ja schnell gucken. Wie viel habe ich ihm gegönnt? Ich habe 1000. Ah, nicht ganz. Über 1000 Newtonmeter, aber ja, fast 900 PS. Auf jeden Fall ist ein Racer hier. Ich kann noch nicht sagen, welcher beim Steinbruch. Noch auf der Asphaltstraße zwischen Wüste und Steinbruch, es ist der Audi übrigens. Fährt jetzt in Steinbruch rein, von der Wüsten kommt, also quasi von Osten nach Westen rein im Schottergebiet. Ist jetzt bei den Silos. Und fährt erstmal weiter wahrscheinlich zu diesem Offroad-Haarnadel unterwegs. Nee, nimmt den nicht eingezeichneten Weg und fährt, also kürzt das quasi ab. Oder auch nichts. Ja, ist da quasi zwischendrin. Er weiß, glaube ich, nicht, wo er hin will. Er ist noch quasi hinter den Silos, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Und fährt wieder zurück zu den Silos. Und ist jetzt wieder bei den Silos, ja. Und geht erstmal planschen und fährt wieder zurück Richtung südöstliche Straße. Richtung Wüstengebiet. Alles gut.
Und ja, fährt südlichste Straße runter, Richtung Süden. Ich wieder Scout in Safety VIP. Ja. Durch. Am südlichen Offroad-Weg fährt den nach Norden rein, also die ja, S-Kurven kann man sagen. Okay, dann stehen zwei Kopf unter der S-Kurve. Der andere Kopf haben wir parallel zu mir, dann kriegen wir ihn vielleicht von da. Ja, kriegen wir. Hat sich ein bisschen abgeschossen. Ich finde es immer geil, wenn ich versuche entgegenzukommen und dann sehe, dass der Racer sich aber nicht an die Straße hält, sondern irgendwo Offroad fährt und der ganze Plan entgegenzukommen Treffer, dahin ist. Ja, ist auf dem Weg zu dem südlichen Offroad Haarnadel. Und fährt ins Festival, nimmt den Festivalsprung. Oh, bitte stirb dabei. Jo, er ist irgendwo und ich weiß nicht wo. Okay, er ist weg. So geht's auch. Perfekt, ich bin jetzt gerade auf der südlichsten Straße angekommen und jetzt ist es fertig. Ja, er ist viel zu krass gesprungen und ist quasi die Menschenmenge. So hat's ausgesehen und dann war er weg. Zensiert wurde das Ganze, würde ich sagen. Hätte er wieder ausschwemmen. Einmal kurz Bild verpixeln. So, ja, weil ich repariere. Das ist dann die CVR Red Edition. Ja, okay. Ja, das ist FSK 18. Ja. Ja, und so lange ist der Weg ein bisschen nicht so weit. Die wissen noch nicht mehr, die sind doch mal. Oh, der vom Mentor auf der oberen. Standortstraße, aber ich muss so drin. Er fährt Richtung City, I guess. Ja. City? Habe ihn frontal ein bisschen. So. Er fährt aber, biegt aber ab nach Süden, die Abkürzung okay. Richtung Festival, beziehungsweise die Offroad-Haarnadel, wo jetzt gerade eben auch der RS6 kurz war. Bleib mal kurz dran, bevor ich Attacke mache. Ja, biegt aber vorher ab. Sorry. Die Asphaltstraße, ich weiß gar nicht, wie wir die benannt haben. Ich hab's schon beim vergessen. Festen Baum gerade. Genau, beim festen Baum. Und fährt die weiter, also Richtung südlichste Straße-Ecke fährt er weiter gerade. Bei Evos knapp hinter euch. Du kannst Attacke machen. Ja, dann geht nach vorne. Er fährt uneingezeichneten Weg Richtung Dörfernadel. Ja, da kann er sich den Bronco langfliegen. Fährt aber Dörfernadel wieder zurück in die Richtung, in die er gekommen ist. Gleich kreuzt er die Asphaltstraße und fährt Dirt S-Kurven. Was sind denn Dirt S-Kurven? Das, wenn du die Dirt-Haarnadel weiterfährst. Hat in der ersten S-Kurve drin. Kommt aber wieder auf der südlichsten raus, richtig? Ja. Oh! Kommt, glaub ich, entgegen. Es wäre gut gewesen, wenn ich auf ihn drauf gelandet wäre. Hab ihn leider nicht. Ich glaube, da wäre es geschickter gewesen, einfach zu warten. Aber ja. Mal ein bisschen Nachhinein ist man immer ein Schlauer. Da fährt südlichste Richtung Wüste gerade durch den Blitzer jetzt durch. Reinbruchkreuzung jetzt sofort. Ja. Hey, ich drück dich an die Silos. Wer hat gesagt, dass du links dran vorbeifahren darfst? Bentley gefunden? Dann ja, bleib dran. Ja, wir haben schon den BMW. Da bin ich schon dran gefahren. Außerdem ist der Bentley im Tarnmodus. Es kann gar nicht sein, dass du ihn gefunden hast. Ja, sorry, der hat die Carroll Shelby Tarnstreifen drauf. Runter? Bin ich gerade immer noch. Nein, nicht runter. Straße. Nee. Gleich Kreuzung mit der Steinbruchstraße. Hier auch fahrende, nee, hat nur angetäuscht, fährt weiter Wüstenstraße gleich am Bike Track vorbei. Und der war aua. Ja, ja, ich können gespürt haben. Bezweifle aber, dass es bei ihm so viel Schaden gemacht hat. Das sah mir sehr nach D-Sync bei ihm aus. Ja, aber ich glaube, er hat ihn gesehen. Ja, gespürt hat er es in irgendeiner Weise. Ob allerdings das Forza Schadensmodell das auch so gesehen hat, ist die Frage.
idealerweise jetzt gerade ausschieben. Ja, damit er in Dings fahren muss. Warte mal da dranbleiben, links, rechts dranbleiben, ja, dass er da gerade ausfahren muss. Also gerade aus in die Wand, weil es nicht mehr. Ja. Ja. Soweit so. Ja, das er wendet. Nein, du wendest. Aha, okay, er wendet. Das ist halt einfach die Todesecke, wenn du da reinfährst. Oh shit. Wo seid ihr? Mitten in der Wüste. Er entscheidet sich aber wieder zurückzufahren erstmal. Ja. Richtung Straße, ist jetzt auf der Straße wieder. Durch die Schikane quasi durch. Fährt runter. Wieder. Also wieder Richtung Süden, Wüstenstraße. 21, 22, 23. Ja, wir haben eine BMW zu zweit. Also okay. Sehr gut. Ja, zu zweit geht meistens besser. Viele, viele Cops verderben nämlich die Festnahme, habe ich das Gefühl, in dem Format. Bentley bei diesem komischen Stau. Ja, wir haben immer noch den Formentor. Achso, ich dachte ja. Parallel zur Wüste. Der Formentor. Ja, immer noch Wüstenstraße Richtung Süden gleich. Oder wir sind schon an der Steinbruchstraße vorbei. Alter. Wie oft ich dem jetzt schon seitlich reingeflogen bin. Er ist immer noch nach Süden, aber er ist super langsam, ja, glaube ich. Ja, er hat noch, da muss halt drehen. Weiter Richtung Süden, kommen gleich zu den Saisonblitzer. Jetzt in Saisonblitzer. Biegt aber war südlichsten so Dirtweg. Also kommt unweigerlich, wenn er nicht wendet, zum Festival. Irgendeine Erfahrung zumindest, also südlichster Dirtweg. Ich hab's grad nicht so richtig vor, ihn zu kommen. Ich das auch leichter durch. Jetzt kommt er entgegen. Aber gerade erst die Luftzug raus. Ja, ist jetzt gerade einen der vielen Wasserlöcher. Macht sich so langsam auf dem Weg Richtung. Kommt jetzt gleich Richtung der Driftzone. Ich versuche ihn gerade ein bisschen auszubremsen, aber ich. Ja, ich würde bis zur Driftzone warten. Ich aber würd, wenn dann die Mauern kommen. Ich würde mich da perfekt inside hinstellen, dass er die Outside nehmen muss. Basically. Kommen mir die Tactics. Ja. Vor allem. Und die Inside stellen, dass er die Outside nehmen muss, basically. Da sind wir voll im. Der neuen Ära angekommen. Ja. Ich würde einen Scan die Flick machen. Ja, super Partner. Oh, er hängt da. Jetzt ist er geghostet. Oh, wow. Ich liebe es. Jetzt gleich fest, wie das im Mountain-Zone drin. Bronco ist da. Oh, ja. Hey. Jetzt bin ich halt. Aua. Danke. Aua. Oh. Kopfpressen. Ja, ganz zufällig nur dein Mitglied. Ah, wow. Okay. Leute, das geht nicht. Ich bin gerade im Festival, oder? Ja, schon durch. Schon durch. Einfach aus weiter. Ich würde mich reparieren. Ja, gerade aus weiter, also hier wahrscheinlich Hauptstraße rauskommen. Ja, ist gleich an der Brücke, wo er dann entweder Hauptstraße nach Norden oder nach Süden fahren kann. Ach, du schiebst mich da nicht runter. Wer nach Norden und nicht im Dorf. Okay, kann ich Dorf vor, ich komme runter. Oh, Steinbruchstraße. Wenn ich mal Dorf eingang. Hab den BMW frontal beim Steinbruch, muss da. Ja, wenden. Dann bleiben wir jetzt hier. Oh. Weiß ich, wie sehr ihm das wehgetan hat. Ja, jetzt Dorf eingang. Bist du der Einzige direkt dran? Ja, ich bin jetzt direkt dran. Auf der Brücke. Versuch grad aufzuholen. Ja. Genau, weil er mich auch so auf einen Schlag wegschieben kann. Ja, gleich Kreuzung im Teufelspass. Glaube ich, jetzt mich schon nachkommen. Ganz ehrlich. Bock. Kreuzt jetzt Teufelspass, fährt weiter Hauptstraße Richtung Norden, gleich zur Kreuzung Richtung Canyon. Wird gerade weiter. Geradeaus auf dem Dirtweg.
Also Richtung Schuhe mehr oder weniger. Es kommt gleich Richtung Tour, müsste das sein. Das war sehr schön. Ich bin wieder auf gewissem Abstand am BMW dran. Ich versuche mir zu halten. Kriegen wir den da irgendwo reingedrückt bei der Tour? Links, wenn überhaupt nur. Das andere links. Hey, oder können wir festfahren irgendwie vorne dran? Der ist. Jetzt schon! Ja. Nein! Ah. Versucht mal vorne. Zange zuzumachen. Ja, es ist halt nicht so einfach, nach vorne immer zu kommen. Es klingt immer so einfach, aber jetzt vielleicht. Nein, mich nicht von hinten drücken. Also wenn wir vorne zumachen, um ihn ausbrennen, dürft ihr nicht von hinten drücken, sonst schaffen wir es nicht. Ein, zwei Broncos machen Attacke, die anderen halten sich ein Stück dahinter, um zu reagieren. Wir sind alle viel zu nah dran. Da sprichst du wahr. Ah, zwei Broncos machen Attacke, die Evos halten sich ein bisschen zurück jetzt. Oh Gott. Fährt der eine Evo da gerade vorne weg? Ja, mal was probieren. Okay, das war eine dumme Aktion. Das war eine richtig dumme Aktion. Oh Mann. Bronco mal langsamer. Ich würde gerne wieder auf die Straße. Okay, ich sehe gerade nur noch zwei Evos. Oh. Komm entgegen. Jetzt hat der Haarnadel an der Driftzone. Haarnadel raus. Ja, schon fertig. Wollt welche Chance? Ja, reicht. Ja, natürlich. Das gibt's doch nicht. Kommen zwei Broncos entgegen und er schafft es genau an beiden vorbei zu rutschen. Jetzt hat seine Driftzone raus. Das ist sogar an der blinden Kuppe, ey. Ja. Das scheint ihm etwas wehgetan zu haben. Ja. Jetzt muss er ja an der Canyon-Ding Canyon-Kam. Dann wartet doch am besten auf Canyon. Oder kommt die Broncos können ja entgegenkommen. Fisch, ey. Oh Gott. An die Reitmann, an die hinten. Nein, ey, ja, ey, Gott. Ja, komm schon. Hi. Oh, sorry. Nein. Jetzt. Okay, der eine Kopf sieht mich nicht. Bronco, doch, ich hab's gesehen, du bist bei mir weg, die sind. Ja. Hab ich gemerkt. Ja, Bronco. Bronco. Ich versuch mal. Er ist jetzt gerade echt abgerufen von Bronco, der hat gerade zwei Kopfs gekillt. Wo seid ihr denn? Bei mir sah das frei aus. In der. Canyon, erste Haarnadel. Von Süden nach Norden. Gibt's nicht, die Karre hat keine Bremsen. Dass wir halt schon Zug kaputt gefahren haben. Okay, ah, ich retz mich, das macht keinen Sinn, ey. Mit 60 Motor. Jetzt wirklich im Canyon drin. Nein, wenn du nur vorbeikommst, sagst du Bescheid. Der muss doch langsam auch keine Reifen mehr haben. Kann der Bronco da vorne sich reinhalten? Mein Bestes. Ja. Habe gehalten. Genau. No. Oh. Nicht wieder befreien, nicht wieder befreien. Problem. Ja, 22, das ist 3. Nein, ja, er kommt hier nicht 22. durch. Er ist raus. Ja. Haben wir den BMW noch? Ja, er fährt jetzt. Fährt von der Staudammstraße Richtung Flughafen, aber ich hänge hier am Baum fest, ich habe ihn verloren wahrscheinlich. Ich hänge hier an Bäumen fest, nicht ganz so höher, perfekt. Ich komme ja auch nicht mehr raus. Warum auch immer, ich habe mich festgeparkt. Du hast aber Richtung Flugplatz gefahren. Ja, da in der Gegend muss der irgendwo sein. Ja, dann gucken wir vielleicht da mal Glück und finden ihn gleich wieder. War die ganze Zeit dran und jetzt hänge ich da an den Scheißbaum. Guck mal, dass er nicht wendet, falls er dir wieder entgegenkommt, weil dann kann er eigentlich erstmal nur Richtung Feldstraße da hinten hin. Der hat auf jeden Fall auch schon ein, zwei Frontalen. Jetzt hat er einmal einen im Steinbruch und einmal einen in der Wüste. Also der sollte ihn gefunden. Ja, was war? Wenn man vom Canyon kommt Richtung. Warte mal kurz. Canyon Richtung Feldstraße da die. Ja, aber auf dem Canyon zufahren. Ja, ja, ist ja da weitergefahren, okay.
Ist er schon in dieser Driftzone drin? Er fährt gerade über eine Brücke Richtung Süden. Das müsste Canyon sein. Vor mir ist ein Evo über eine dumme Koordination, weil ich kenne den nicht. Wir bringen den jetzt hier um, glaube ich. Das wird easy. Was seid da, jetzt links an der Wand. Wir kriegen den hier fest. Nein! Wetten, er dreht. Seid ihr schon Canyon? Ja. Er dreht um, fährt wieder zurück. Richtung Norden. Keine Ahnung, wo ihr seid. Ich wir sind gerade im Canyon und kommen gerade über Walle der Vorsatzbrücke zurück Richtung Driftzone, oder? Ein Millimeter schon. Wohin? Ja, seid im Canyon Anfahrt, im Norden. Er dreht wieder Richtung Dorf. Dorf, ich denke, ihr seid Koppelstraße. Ja, ja, dachte ich auch, ich bin in Dorf. Der wäre in die Richtung Dorf gefahren, aber ist da nicht. Ja, also irgendwo war ein Misscall auf jeden Fall. Ja. Weil seid ihr aber Hauptstraße oder was? Er fährt Dorf. Richtung Dorf fährt er. Hauptstraße, ja Dorf. Hauptstraße. Dann wart ihr im Teufelspass, oder? Nein, wir sind in diesen Canyon da reingegangen. Ja, dann ist er doch nicht so schnell von Staudamm. Ja, eben. Irgendwo war da ein Misscall auf jeden Fall. Ist ja auch egal. Ich hab ihn da aber im Staudamm verloren. Crashed im Dorf. Der ist an einem NPC-Wagen dran im Dorf. Ja, ist also auch noch kurz. Jetzt links. Dorf Richtung Norden raus. Jawohl. Nö. Warte mal. Vielleicht irgendwo hier in der Wand. Bett dahinter. Komm jetzt. Hey, hinter das Dorf nachher. Hier vor Straßensperre. Ja, da wurde er hingeschoben. Nein. Okay, lass mal. Doch, hat das da. Das ab jetzt hier hinter oder nicht? Wenn wir da hinschieben, logischerweise. Was soll man sonst machen? Jetzt ist Ende. Jawoll. Ja, also wie gesagt, ich habe ihn da halt circa Staudamm Richtung Flughafen verloren und da hätte halt überall sein können. Ja. Haben wir ihn doch jetzt. Ja, es kann halt sein, dass da der Metzcoil dann da. 5 Minuten. Hauptdienst, ist schaffen wir noch 7, let's go. Minimum. Oh ne, Zeta. Ja, die Zeta. Zeta. Glaube ich halt wirklich machen. Ich kann mir halt vorstellen, dass irgendeiner auf dem Teufelsplatz gerade seine Runde fährt. Der Regen ist halt super mies jetzt für uns, weil dadurch halt die Staubspuren eigentlich nicht aber existent in der ersten sind. Runde auch. Das ist aber relativ egal, weil ich festgestellt habe, dass die Staubspuren generell da sind. Zumindest bei ich auch BMW. Ist. Okay. Ja, Andi. Staudamm. Oh, wow, in einem Canyon. Ist gerade einer von uns südlich Steinbruch ausgefahren? Nee, ich fahr Steinbruch. Und der Steinbruch? Ich war direkt im Steinbruch. Ich war dann wäre ich noch auch am R6 dran. Soll ich mal dranbleiben? Ja. Oder sagt ihr in der Zeit? Dauert aber nicht eine Wüste. Jetzt in den Steinhaarnadeln. Ja, mach mal. Ich bleib mal dran. Wenn ich merke, es dauert zu lang, kann ich ja immer noch abziehen, zu euch zu kommen. Ja. Umblöden. Also, Anto noch mal bitte. Steinhaarnadeln Richtung Wüste. Vom Staudamm aus. Wüste nördlicher Weg rein, also Wüste von Norden Richtung Süden. Okay, dann kostet schon mal Zeit. Sehr schön. Könnte sogar schon leichten Schaden haben. Ich glaube, das erstmal nicht dran. Ja, mir fehlt keine Offroad-Reifen. Kommt gar nicht rum. Bin noch nicht in der Blitzzone drin. Üblich rein. Ja, er ist jetzt erst in der Blitzzone drin, also der ist nicht schnell im Gelände. Dürfen Cops immer den Cut nehmen? Oder Cut? Ja. Ja. Letztes Auto mit drin, wie gesagt. Gleich zentral drinnen, also ein Bentley. Erstmal hoch. Mitten in der Pizza-Zone. Komm euch gegen. Mit ein bisschen jetzt, Abstand. Jetzt gleich raus aus der Pizza-Zone. Und zwar jetzt. Also der Lügen. Bei Cops kommt entgegen. Oh! Ich hab über ihn drüber gesprungen. Ja, ist jetzt Cabrio. Im Blitzer gleich drin.
jetzt durch den Blitzer durch. Fährt nicht den Cut, fährt quasi die Haarnadel in die Wüste. Und ist in der Haarnadel jetzt drinnen. Haben wir eine zweite Verfolgung oder nicht? Ja, ich bin dran. An einem RS 6. Ja, aus der Haarnadel raus. Komm entgegen. Ich richte mich schon mal aus. Ja, das ist quasi Richtung Ende der Wüste, 2 Minuten bis Overtime. Ich repariere mich. Ja, und ist jetzt quasi dann an diesem kleinen Dörflein südlich der Wüste. Willst du dich hier zustellen? Jetzt können wir versuchen, rechts rein. Der Bentley war gerade nochmal Staudamm, aber. Hinten einer. Ja, ich glaube, mehr wie die 2 schaffen wir eh nicht mehr. Ja, ja. Müssen wir schon sein. Okay, wir sind jetzt gleich, raus. Also wir sind immer noch auf dem Weg, wir sind jetzt am Sprung aus dem Dörflein raus, aus dem Dörflein an der Wüste, gleich Richtung Steinbruch. Also wie gesagt, immer noch auf dem Wüsten Offroad-Weg technisch gesehen. Und fährt in Steinbruch rein. Echt, ich sag, ich gern echt mal eine Verfolgung. Ich hab der Silos. Fährt den Offroad-Weg auch weiter. Darf ich das richtig drehen? Fährt also Richtung Haarnadel. Wieder entgegenkommen. Gleichfalls. Jetzt gleich in der Haarnadel drin. Denkauto. In der Haarnadel. Okay, komm ich gleich entgegen. Nee, halt. 1, 2, 23, 24, 25. Ja, südlich der Straße von quasi Wüste kommend. 20 Sekunden noch. Nach Süden. Auf die südlichste Straße runter. Doch, dürfen wir reparieren. 10 Sekunden noch reparieren, ja. Ja, dann warte ich mich noch schnell. Erstmal noch weiter auf der südlichsten Straße. Vorbei. Ziemlich am südlichen Eck eigentlich da unten. Jetzt, ja, südlichste Straße halt. Es ist weiter quasi Richtung Westen. Fährt jetzt quasi vom südlichsten Punkt aus wieder eher nach Norden. Fährt jetzt in einen nicht eingezeichneten Weg, in einen der südlichen Offroad-Wege und fährt Richtung südliche Dörta-Nadel. Fährt sie auch weiter in Richtung Steinbruch-Hauptstraße die Ecke. Ja, nimmt auch den Dörtweg Richtung Hauptstraße. Hauptstraße-Steinbruchstraße, da wo die kreuzt quasi. So Richtung Dorf, könnte auffahren. Ja, fährt auch Hauptstraße Richtung Norden, Richtung Dorf. Ne, bremst hart an. Und. Schade, ich dachte, wir gehen an den Fels. Jetzt ist er irgendwo da unten. Oh. Wussten wir mal ein Problem. Wo ist er? Hauptstraße oder? Wo seid ihr? Ich glaub, der wurde zurückgesetzt, kann das sein? Ja, muss ja hier irgendwo wieder rauskommen. Er kommt wieder raus, fährt jetzt Richtung Dorf. Hauptstraße Richtung Dorf, genau. Sehr langsam. Ja, ja, ich denke, dass wir dem auch ein bisschen Schaden gemacht haben. Das ist ein leicht überstarken. Das ist echt schon. Jetzt zustellen. Zeitlich noch. Der hat keine Power. Ja, weil ich komme schon wieder. Ja, haben wir. Ey, würde ich nicht eigene Verfolgung haben? Ja, da waren so 3 Felsen. Ich dachte, wenn ich gegen einen bekomme, ist geil. Dann ist er aber genau zwischen den Felsen durch und die Brücke runter. Aber scheinbar hat es mir auch gut Schaden gemacht. Ja, muss so bei 70% Motor gewesen sein, jetzt gerade so langsam wieder war. Kann schon sein. Ja, aber gut, ich glaube, wie viel waren das? 6 Stück jetzt, ne? Ja, 6 fest, damit könnte neuer Rekord sein in CFR. Nee, eingestellt. 6 war schon der Rekord. Sag ich doch, neuer Rekord haben wir gemacht. Neuer alter Rekord haben wir gemacht. Ja. So, cool. Ja, immer wenn ich nicht offiziell bei einer Aufnahme dabei bin, gibt's neue Rekorde, ich merke schon.
Das ist absolut richtig. Ich muss es jetzt einfach halt doch ausstrahlen mit dieser Qualität. Pech. Ja, also das ist ja wirklich ein Muss. Möchtest du da auch die Abmod machen? Möchte ich auch die Abmod machen. Ich würde sagen, da Bluto wunderbar schon mal die Zwischenmod gemacht hat, kann er auch die Abmod jetzt machen. Bluto, let's go. Und die Abmod. Ja, dann wäre es das mit der Ausgabe gewesen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen und auch ein Abo. Und dann bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.